Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Resident Evil Code Veronica X. Wir sind immer noch mit Chris unterwegs und... Was zur Hölle? Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Resident Evil Code Veronica X. Wir sind immer noch mit Chris unterwegs und wir müssen hier immer noch klären. Wir haben noch einiges zu tun. Ich habe den Briefbeschwerer eingesteckt und wir können den Oktagriff jetzt mit dem Aufsatz bestücken. Also wir kombinieren das Ganze. Damit kommen wir jetzt an den Vierkant ran. Und da muss ich jetzt mal selbst wieder schauen, wie komme ich nochmal dorthin. Ich glaube, das war hier ganz in der Nähe. Das war, glaube ich... Ne, hier geht's, glaube ich, raus. Aber ich muss mal wieder mich einfinden. Ach nee, genau, ich musste zurück. Der Strom ist aktiviert. Okay. Aber bevor wir weitergehen, müssen wir erstmal so einige Sachen machen. Ich glaube, ich hole mir erstmal den Kranschlüssel. Ich meine, das war der Kranschlüssel, der in dem Wasser da lag. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich weiß auch, was dann kommt. Und das werden wir jetzt erstmal erledigen. 23%, das ist nicht gerade viel, aber es müsste für diese Person reichen. Und natürlich sind diese Dinger aktiviert. Hauptsache, ich komme hier rein. Ohne ein Hunter, der auf mich zukommt. Nein, hat leider nicht geklappt. Ich habe nicht gesehen, wo der war. Ich dachte, der ist weiter hinten. Na gut. Dann haben wir das doch leider nicht perfekt gelöst. Schade. Hier ist Blut, was runterläuft. Wir benutzen aber erstmal den Oktagriff, damit wir das Wasser abpumpen können. Naja, man kann sogar einen Fehler machen, den Aufsatz schon vorher drauf tun. Dann hat man Pech, weil man bekommt dann den Oktagriff eher nicht wieder und wir können den Strom nicht einschalten. Also am besten wäre es natürlich, vorher den Strom einschalten, damit auch Licht da ist. Und somit dann auch, somit, dass ihr was sehen könnt. Ich wusste jetzt gar nicht, was für eine Überleitung. So, ich mache mich bereit und hebe es auf. Chris, heb es bitte auf. Jetzt. Genau, das war der Kranschlüssel. Ich wusste es. Und ein Gifthunter kommt auf mich zu. Und ich könnte eigentlich weglaufen. Guckt ihr eigentlich nach oben? Wo ist er denn? Ich warte mal eben. Oder ist er unten? Komm mal hoch. Wexker. Ja, dann kämpfe ich unten mit dir. Mistvieh. 23% hatten wir noch, ne? Okay, das geht. 8% sind weggeschossen und da... Ich wusste, dass da ein Hunter kommt. Ich wusste jetzt aber nicht, ob es jetzt ein Gifthunter ist oder ein normaler Hunter. Den Kranschlüssel. Oh ja, da weiß ich auch noch, was wir da tun müssen. Aber das machen wir noch nicht. Ich muss erstmal den Hunter loswerden. Ich wollte sagen, der muss doch irgendwo hier noch sein. Komm, stirb! Okay, das war daneben. Okay, jetzt ist er tot. Man macht ja auch kein Geräusch, weißt du? Jetzt habe ich mehr verschossen, als ich dachte. 6% ist nicht mehr viel. Aber was soll ich machen?
Normalerweise würde ich eigentlich die Maschinengewehre aufbewahren. Ja gut. Maschinenpistolen waren das oder Maschinengewehr? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich die eigentlich bis zum Endboss, aber ich habe ja so wenig Munition jetzt gerade gefunden. Aber ich bin so schlecht momentan in diesem Let's Play, das ist unglaublich. So schlecht war ich in meinem ersten One nicht. Das überrascht mich schon ein wenig. Ich lasse mich zu oft treffen. Ich verschieße auch unheimlich viel Munition. So, den Kranzschlüssel haben wir. Das Messer brauchen wir noch. Der Briefbeschwerer, genau. Da wollten wir auch noch was machen. Was war denn da? Ein blauer, ne? Ja. Ein blaues Kraut. Nehme ich mal vorsichtshalber mit. So, und dann gehen wir mal hier lang. Zu diesem gigantischen Insektennest müssen wir. Ja, anstatt nach links müssen wir diesmal nach rechts. Weil das war hier. Wenn ich mich noch gut daran erinnern kann. Ich meine schon. Ah ja, hier war dieser Fahrstuhl, wo wir erstmal desinfiziert werden. Und jetzt müssen wir eigentlich schon da sein, ne? Genau, passt doch. So, aufpassen. Und hier sieht man Alfreds Spur. Hier kommen wir in den Raum von Alexia. Da sehen wir die Spur. Falls ihr das Video noch gesehen habt, wie Alfred noch Alexia befreien konnte, nur durch den Namen Alexia. Das war nämlich wohl sprachgesteuert. Und jetzt erstmal Herz klopfen. Man weiß ja nicht, ob Alexia hier ist oder nicht. Wer weiß. Ganz vorsichtig. Aber sieht gut aus. Alexia ist nicht hier. Da war die Kapsel. Und da müssen wir gleich einen Briefbeschwerer reintun. Und da gibt es wieder ein Rätsel. Erstmal schauen wir uns das Virus-Forschungsbericht mal an. Ich weiß nicht, ob da jetzt was steht. Aber ihr könnt euch natürlich euch gerne durchlesen. Ich werde es natürlich jetzt nur für mich durchlesen. Es bleibt wie gehabt. Ich glaube, hier war jetzt nichts, was mir jetzt mit dem Rätsel helfen soll, oder? Ich glaube weniger. Nee, da geht es eigentlich nur um den T-Virus. Alexia Ashford. Und hier können wir nichts mehr machen. Da hat sie uns gesehen, also beziehungsweise Claire und Steve, wie sie mit dem Schneemobil abhauen wollten. Okay, aber wo ist, das verstehe ich auch nicht, wo ist Alfreds Leiche? Da ist etwas geschrieben. Als Zwillinge sind Alexia und ich wie zwei Seiten einer Münze, Licht und Schatten. Unter dem Namen Alexia ist ein Muster. Okay, das müssen wir uns merken. Herz, Peak, Doppel-A, König. Sorry, jetzt einfach mal. Da sind zwei Tasten mit Aufzeichnung drauf. Tasten drücken. Herz. Peak. Doppel-A. König. Keine Reaktion, genau. Denn wir brauchen nämlich diese Lösung. Wir brauchen den Briefbeschwerer. Wir müssen ihn prüfen. Und da stand hier der Briefbeschwerer. So, Herz. Was ist auf der Rückseite? Doppel-A. Das heißt, Doppel-A, König, Herz, Peak. Ich hatte richtig Erinnerung.
So, Doppel A, König, Herz, Pik. Doppel A, Pik. Oh nein, das war ja Herz, Pik, Doppel A. Erst Doppel A, König, Herz und Pik. So war das, verdammt. So, erst Doppel A, dann der König, dann der Herz und dann das Pik. Also genau andersrum. Erst das Doppel A, dann der König, dann das... nicht das Umbrella-Symbol. Das habe ich mich schon wieder verdrückt. So. Doppel A. König. Herz. Und Pik. Geht doch. Und jetzt können wir den Briefbeschwerer reinpacken. Ja, da sollte man was reinlegen. Und zwar den Briefbeschwerer. Benutzen wir den. Ja, haben wir nicht geredet von der Leiche? Da haben wir sie. Er ist bereits tot. Alexa hat ihn in seine eigenen Kapsel reingepackt. Alfreds Ring. Genau. Jetzt brauchen wir drei bestimmte Sachen. So viel ich noch weiß. Den Ring. Dann kriegen wir gleich noch ein O-Ring. Ja, das ist kein Geheimnis, wer das Spiel kennt. Aber wo der ist, das werden wir gleich sehen. Dazu brauchen wir nämlich einen Kranschluss, ne? Ich meine, wir können das abnehmen, ne? Ja, das Juwel können wir nämlich herausnehmen. Wir brauchen nur das Juwel. Sie haben Alfreds Juwel erhalten. Dazu brauche ich gleich Munition. Super. Haben wir das schon mal gelöst. Ja, wenn ich mich nicht so oft vertippt hätte, dann hätten wir das viel schneller gelöst. So. Ja, komm. Ja, die tun mir nicht so viel weh. Dann ist es ja in Ordnung. So, jetzt erstmal zum Objektkasten gehen und erstmal ausrüsten. Dann gleich kommt etwas, was ich nicht so gerne mag. Ein Bossfight, der sehr eklig ist. Aber ich hoffe mal, dass ich mich gut schlagen werde. Ich kann es nur hoffen. Maschinenpistolen. Ja, hier hätte ich gerne mehr Munition, Pakete. Granatwerfer haben wir nicht. Den können wir also nicht benutzen. Was haben wir noch so an Heilitems? So, das Messer packe ich doch erstmal noch weg. Magnum. Blaues Kraut. Gemischte Kräuter. Dann nehmen wir erstmal das mit. Dann nehmen wir das mit. Ja, die packen wir weg. Dazu nehme ich die Schrotflinte mit. Das Juwel brauchen wir jetzt auch nicht direkt. Nehme ich ein Kraut nochmal mit. Normalerweise würde ich jetzt Granatwerfer benutzen, aber da wir den nicht dabei haben, denn Claire hat den immer noch im Schlepptau, kann ich nichts viel ausrichten. So, dann nehme ich noch ein Gegengiftkraut mit und das müsste eigentlich reichen. Ich weiß gar nicht, ob ich abhauen kann. Da bin ich mir sicher. Wir haben Munition. Begrenzung. Aber was soll ich machen? Ich werde erstmal mit der Pistole drauf schießen. In der Hoffnung, dass ich ihn so schwächen kann, dass ich mit der Schrotflinte kaum Munition verbrauche.
dann auf in den Kampf. Oder ist die Person jetzt schon da? Das werde ich gleich sehen. Wir müssen erstmal nochmal komplett zurück. Ich hoffe mal, ich bekomme jetzt keinen Hunter. Ich muss jetzt tierisch aufpassen, damit ich nicht in diesen komischen Lasersäulen reinkomme. Ich meine, die sind jetzt wieder da. Ja. So, der war ja leicht auszutricksen, nur der hier. Da muss ich aufpassen. Okay. So, lauf. Den haben wir überlistet. Sehr schön. Und jetzt kommen wir zum Ausgang. Ich hätte eigentlich auch noch das Sturmgewehr mitnehmen können, aber das behalte ich noch. Okay. Ich habe ja prophezeit hier unten. Diese riesige Spinne. Die wird noch kommen. Und jetzt haben wir den Salat. Wenn wir jetzt den Kranzschlüssel benutzen, bricht die natürlich aus. Who could have done this? Alexia. That is how I dispose of insignificant bugs. Said the spider to the fly,